unendliche Liebe, Lauf fest! Ja, Kapitän Michael Brandner, ja, jetzt fangst du wieder zum Torschießen an, schön, oder? Ja, ist wieder Zeit geworden. Ich glaube, wir können aufgrund der zweiten Halbzeit wirklich sehr zufrieden sein gegen einen richtig starken Gegner, das haben wir gewusst. Die haben drei Siege gehabt vorher und ja, sieht man, wie gut wir drauf sind und da 3-0 zu gewinnen ist ja nicht selbstverständlich. Ja, es ist immer schwer nach der Halbzeit auszugehen, aber anscheinend hat der Coach die richtigen Worte gefunden. Und dann sind wir halt als Team auftreten und haben eben, wie der Brandner schon gesagt hat, die Räume im letzten Drittel besser genutzt als in der ersten Halbzeit. Und dann schaut es halt dann auch so aus, wie es ausschaut. Ja, also was freut den Coach dann mehr, wenn schon die Null immer stehen soll oder dass man drei Tore führt? Was freut mehr, das 3 oder das 0? Ja, beides freut mich. Ja, natürlich, die Tore sind auch super, aber wichtig ist halt einfach, dass du in der Phase, wo du vorne ungenau bist, dass du einfach die Null hältst, weil dann kannst du in der Halbzeit nur Kleinigkeiten ansprechen und dann laufst du keinen Rückstand nach. Das ist immer wichtig. Und so gesehen ist die Null um eine Spur vielleicht wichtiger. Speziell natürlich dein Tor, ein absolut schönes, wirkliches Stürmertor, gezielt geschossen. Beabsichtigt so? Hast du quasi den Mindset da gehabt oder hat das quasi geplanter ausgesehen, als es dann war? Naja, Tor, finde ich, ist nie wirklich geplant. Man reagiert auf den Gegner, was er tut und schaut sich beim Tor mal an, wie er sich bewegt. Und den Ball habe ich dann schon sehr gut getroffen, muss man sagen. Triff ich sicher nicht immer so, aber wenn ich mal triff im Spiel, dann passt auch. Ist es dann noch schwierig gewesen, sich durchaus hochzurappeln gegen einen hochmotivierten Gegner oder war das dann Business as usual? Nein, wir haben es gewusst, du hast eh ein guter Gegner. Es ist immer eine Herausforderung, das liegt uns auch. Es ist auch wichtig, dass wir da ja, unsere Spielweise durchsetzen und versuchen umzusetzen. Erste Halbzeit, wir waren jetzt nicht schlecht im Spiel. Wir haben ja, in Umschaltmomenten oft die Bälle zu leicht verloren, die Räume nicht gut genutzt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit ja, richtig gut gemacht und haben wir dann aber, glaube ich, hochverdient 3-0 gewonnen. Große Kulisse, wenn auch jetzt nicht unendlich viele vom Gastgeber da waren, aber ändert die Kulisse dann noch, oder zumindest die Größe des Stadions, ändert die dann noch was bei der wie man aufs Spiel herangeht? Ja, man muss dann noch genauer sein, vor allem wir sind eine Mannschaft, die sehr hoch presst, Rapid hat sehr gute Ideen im Ballbesitz, von hinten raus, dass wenn das Spielfeld groß ist, wir versuchen das Spielfeld dann doch klein zu machen, ja, und da muss man dann genau sein und sehr achtsam sein. Ich glaube, das haben die Burschen jetzt sehr, sehr gut umgesetzt. Und in so einem Stadion ist es aber schon eine große Herausforderung und auch für uns einfach super, weil ja, was immer mehr, ein bisschen voller könnte es sein, aber sonst, unsere Fans waren wieder super, super Stimmung gemacht und ich glaube, das war ein sehr gelungener Abend für uns. Blau, 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 blau.